wir wollen jetzt nicht abwarten, bis wir 200 erreichen, sondern wir wollen alles tun, um diese 200 nicht zu erreichen. Das ist der Ansatz all dieser Maßnahmen und deswegen ja auch unser Appell jetzt, noch einmal diese Kraftanstrengung aufzubringen. Aber natürlich, wenn wir in diese Richtung weiter nach oben uns entwickeln, wird das nicht die einzige Maßnahme sein, die wir dann zusätzlich ergreifen müssen. Ich will mal daran erinnern, dass wir, wenn wir uns in Europa umsehen, Länder haben, die mittlerweile seit langerer Zeit absolute Ausgangssperren verhängen, diese Zeiten immer weiter eingrenzen, weil es wirklich in einer insgesamt sehr, sehr schwierigen Lage jetzt sich weiterentwickelt. Und ich sage noch einmal, wenn die Befürchtungen zu diesen neuen Virusmutationen sich bewahrheiten, dann sind wir noch einmal in einer schwierigeren Lage. Und deswegen gab es die eindeutige Empfehlung der Wissenschaft, jetzt so weit wie möglich Infektionen zu verringern. Je weiter wir runterkommen, umso stabiler sind wir auch diesen unbekannten Effekten gegenüber. Und das ist eigentlich unser Ziel. Aber selbstverständlich, wenn wir in die falsche Richtung wandern, würden wir weitere Maßnahmen ergreifen und auch diese dann in die Umsetzung nehmen.